Tutorial-Erzähler jetzt gerade gesagt hat, der Every bookcase in your library will attract another warlock to your realm. Ja, er hat gerade to build a training room. It's best to make it square and 4x4, so that there'll be targets for your creature's training needs. Ja, also jetzt erst einmal zurück zu den Hexenmeistern. Er hat nämlich gerade zwei Dinge gesagt. Erstens, unsere Hexenmeister, wie man hier sieht, schon sieht, der erste Zauber beginnt mit seinem Fortschritt. Er erforscht für mich nicht nur neue Zauber, sondern er ist auch ein ziemlich guter Fernkämpfer mit seinen Feuerbällen. Das zweite, was er über Magier gesagt hat, je mehr solche Bücherständer ich habe, desto mehr Magier kommen auch. Beziehungsweise nicht die Bücherständer selber, ich glaube, er meinte die die Bücherregale in den Wänden zählen auch noch mit dazu. Naja, so drehe ich rein, raus, noch ein bisschen raus. Ich muss mich erst auch mal an die Kamerasteuerung hier gewöhnen. Also ja, hier ist jetzt so ein Bücherregal in der Wand entstanden. Das müsste eigentlich noch einen dritten, genau, einen dritten Magier angelockt haben. Also die Wände sind nicht nur zur Dekoration, sie haben auch Vorteile für den Dungeon selber. Aber jetzt bauen wir einen Trainingsraum, damit es im Spiel vorangeht. A task well done. But training creatures will cost gold. Ja, da hat er gerade was gesagt, das Training von Kreaturen, das kostet Gold. Also sollten wir hier noch ein bisschen Gold ausgraben, während die Kreatur, während meine Leute hier trainieren. Da sieht man schon, die Trainingseinheiten kosten schon ein bisschen Gold, so 20. Aber das lohnt sich dann auch, weil meine Kreaturen dadurch halt auch stärker werden, sowieso im Kampf. Und die Gegner besser vermöbeln können. Vor allem, wenn dann stärkere Gegner spell has been researched. Mana is the currency of magic, and it's this you spend each time you cast a spell. Your mana level is shown in green atop the screen. Your land will gradually renew it as it's spent. Cast your new spell to create an imp. So open now the panel spells and select the imp's head symbol. Then cast it with a click on any land that's yours. A good cast keeper. You've made good use of your warlock's studious research. Ja, also wie er jetzt gerade gesagt hat, mein erster Zauber wurde erforscht, und zwar den Imp, einen Imp zu erschaffen. Also Imps kommen halt nicht aus dem Portal, sondern die Creatures born of magic and cost mana to sustain. Ja, ist gut. Das erkläre ich gleich. Also ich habe jetzt meinen Imp-Zauber gekriegt, weil Imps kommen nicht durchs Portal, Imps muss ich mit Mana erschaffen. Und zwar, ich kann aber nicht jetzt hier meinen Dungeon mit Imps voll pumpen, aus zwei Gründen. Erstens, jeder Imp macht den Zauber teurer, also der erste Imp hat nur 1500 gekostet, der zweite jetzt schon 3000. Zweitens, sieht man hier oben meine Mana-Anzeige, die einmal anzeigt, wie mein Mana Zuwachs ist, und mein Creatures make good progress. One improves his skill to level 2. A creature can train as high as level 4, but that's the limit. Further skill can only be attained out on the battlefield. You may wish to train your warlocks to improve their skills. To do this, drop a warlock in the training. A new spell has been researched. Your warlocks now have studied further, offering you another spell to cast, through which a thunderbolt is yours to hurl against such foolish enemies who dare invade your turf.
Also jetzt mal alles nachholen, was er gesagt hat. Also erst einmal, wo war ich bei der Mana-Anzeige? Und zwar jeder Imp erhöht meinen Mana-Unter, verringert mein Mana-Einkommen, indem er den Mana-Unterhalt steigert. Also die rote negative Zahl hier. Also kann ich nicht Imps hier rein spammen, wie mir lustig danach ist, sondern muss wirklich gucken, dass ich mit dem Mana haushalte. So, das zweite, was er jetzt gesagt hat, ist, dass ich den Thunderbolt erlernt habe, also einen Angriffszauber, meinen ersten. Das nächste hat er mir erklärt, dass Your dungeon has been breached. Your imps will call your creatures to defend the dungeon heart. They must make sure of its protection above all other tasks. Your imps have found some dwarves. These righteous little pests may stray onto your land. And if they do, destroy them. For that's what they deserve. Ja, jetzt haben mich gerade die Zwerge hier unterbrochen. Was gemein ist. Aber während die kämpfen wir weiter, als er. The dwarves are now destroyed. Allow your creatures time to rest and eat. When ready, guide them north to find Lord Darius's keep. Ja, danke. Also, bevor mich die Zwerge jetzt unterbrochen haben, hat er erklärt, dass in meinem Trainingsraum halt meine Kreaturen maximal Level 4 erreichen können, dann ist Schluss. Und das Imp Spell has been upgraded. Ja, mein Imp-Zauberspruch wurde jetzt verbessert. Was das bringen soll, weiß ich leider nicht. Jedenfalls bei dem hier nicht. Beim Thunderbolt, der würde auf jeden Fall stärker werden. Aber auf jeden Fall hat er gesagt, wenn ich will, dass meine Magier trainieren, soll ich sie mir schnappen und einfach mal in den Trainingsraum absetzen. Dann trainieren sie von selber dort. So, genau. A left click on your creature picks it up. A right click on claimed land then lets it drop. Be wary though. Don't drop them too near enemies, for the dropping stuns these beasts a time and makes them vulnerable to enemy attack. Ja, ist gut. Also er hat gerade gesagt, ich soll, wenn ich meine Leute irgendwo fallen lasse, sie nicht zu nah am Feind fallen lassen, weil sie kurze Zeit betäubt sind. So will man den Effekt aus dem ersten Dungeon Keeper verhindern, wo man die eigenen Einheiten direkt auf den Kopf des Feindes hat fallen lassen. Ah, sehr schön, ich bin jetzt hier so weit durchgekommen. Also jetzt nochmal zu dem, was er gesagt hat. Also meine Magier soll ich in den Trainingsraum reinschmeißen, wenn ich will, dass sie nicht mehr forschen, sondern trainieren. Dann hat er noch was Nützliches zu sagen gehabt. Ach, eigentlich, das war's eigentlich im Großen und Ganzen. Dann haben uns ja die Zwerge angegriffen. Und jetzt lassen wir unsere Leute halt noch ein bisschen trainieren. Den kann ich schnappen und mal trainieren lassen. Ah, es ist Zahltag. Ja gut, wenn die Anzeige hier voll ist, dann ist Zahltag, dann kommt. The time has come for you to face Lord Darius. Tag the flashing tiles. Your imps will tunnel to his keep. Ja, das mache ich gleich. Und zwar ist jetzt Zahltag. Am Zahltag holt sich jede Kreatur in meinem Dungeon ein Stück von meinem Gold ab als Lohn. Gieriges Pack. Deswegen grabe ich hier noch etwas Gold aus, bevor ich mich dann hier vorwärts grabe. Um mich mal um den Lord Darius zu kümmern. Dass wir diese Mission auch zu einem guten Ende bringen können. Schnappe ich mir schon mal meine ganzen Kreaturen. Lord Darius' Wall is breached.
Your forces now must kill his guards and stir Lord Darius himself to come defend you. So, schmeißen wir mal meine Kreaturen in den Kampf gegen seine Wachen. Und ja, was ich schon am Anfang der Mission sagen wollte, das hier ist ein Heldeneingang, also über diese Eingänge kommen immer wieder Helden rein. Lord Darius has been roused. He enters through his hero's gate. Your forces now must kill him, and the portal gem of Sinai will be yours. Ivan, I do not think that you will conquer me, you evil wretch. My dwarves and the power of good will drive you from this land. Also ja, wie ich gerade sagen wollte, der durch den Heldeneingang kommen halt immer wieder Helden in den späteren Missionen in den Dungeon rein. You seek to defile my realm with your foul force. You will perish. Ja, ja, übermütig. Now comes Horny to claim you the portal gem. Your progress is most pleasing. So, und da kommt wieder Horny und holt sich den Stein ab. Ja, das ist jetzt hier alles noch ziemlich viel Tutorial und der redet mir auch ziemlich viel rein, deswegen komme ich selber kaum irgendwie zum Reden. Ich hoffe mal, in den späteren Missionen wird das etwas besser. Und da haben wir unseren zweiten Portalstein. Und müssten jetzt auch wieder neue Räume kriegen. The treasury lets you hold more gold. Die Schatzkammer. Make traps and doors in the workshop. The sentry trap targets intruders with a powerful cannon. Use wooden doors to seal off rooms and corridors. I see you blasted Lord Darius off the face of the realm. A most entertaining way to claim a portal gem. To hear their singing turn to screaming has been a tremendous joy to my ears. Ja, das war jetzt gerade eines von den eher lustigeren Videos nach der Mission, vor dem ich gesprochen habe. Der Teufler, den man gerade gesehen hat, hat Hühner als Nunchakus missbraucht. Nur für die, die es nicht ganz kapiert haben, weil es zu schnell ging. Ja, also wir haben jetzt die Schatzkammer gekriegt und den Workshop. Der Workshop, da können wir jetzt Fallen und Verteidigungen herstellen und aufstellen lassen. Also in dem Fall eine Kanonenfalle und die Holztür. Das sehen wir dann in der nächsten Mission. Aber jetzt werde ich erst einmal einen kurzen Cut machen, bevor wir dann zur nächsten Mission gehen. Und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich.